Viele von euch haben sich natürlich gefragt, was passiert, wenn man Zoe statt Mia wählt. Und von daher habe ich das Spiel nochmal gespielt und habe jetzt nur Zoe gewählt und nicht Mia. Und es unterscheidet sich in ein paar kleinen Punkten, die ich euch jetzt zeigen werde. Nichts Großartiges eigentlich. Und die Story verläuft nicht ganz anders, aber es gibt halt diese paar kleinen Punkte. Und ja, diese seht ihr jetzt in diesem Video. Nein! Tut mir leid. Wirklich. Aber Zoe kann uns beide in Sicherheit führen. Und dann komme ich zu dir zurück. Geh! Ich will es nicht hören. Geht schon, ihr beiden! Ja. Geh! Mein Platz ist hier. Bei ihr. Mach dich nicht lächerlich. Du vergisst. Ich habe noch einen Job zu erledigen. Ich schicke Hilfe. Danke. Ich kann nicht glauben, dass du mich gewählt hast. Mir nützt in ihrem Zustand niemandem. Aber wir kommen hier vielleicht in einem Stück raus. Du hast wohl recht. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Angefangen mit Mia. Mia kam mit Evelyn her. So hat es angefangen. Evelyn. Das Mädchen. Ich wusste, dass Mia etwas verbirgt. Dort. Das ist das Boot, mit dem Mia und Evelyn herkamen. Oh, was zum... Damit sind sie gekommen? Gehen wir nachschauen. Ich gehe nicht dahin zurück. Ich muss wissen, was Mia hier gemacht hat. Was zur Hölle war das? Das war sie. Evelyn will nicht, dass wir gehen. Nein! Nein! Evie! Bitte! Zoe? Evie! Zoe! Zoe! Was zum Teufel? Und jetzt sind wir irgendwie wieder Mia, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil Mia nicht mal mitgefahren ist. Also wieso strandet sie jetzt da? Evelyn muss sie ja irgendwie da hingepackt haben. Aber von da an geht es natürlich jetzt ganz normal weiter. Wir erkunden als Mia das Schiff, wir kriegen Mias Flashbacks. Und das Einzige, was sich dann noch ändert, kommt am Ende des Schiffes. Evelyn, lass die Finger von ihm. Warum? Er liebt dich nicht. Ich kann ihn dazu bringen. Du! Tu ihm nicht weh! Dummchen, ich hab doch gesagt, ich werde ihm nicht wehtun. Wag es ja nicht. Oder was? Du bist nicht meine Mami. Weißt du noch? Töte ihn!
Warum? Jetzt kämpfen wir natürlich gegen Mia, weil Mia viel länger infiziert ist und dadurch viel besser kontrollierbar ist. Und ja, das Problem ist natürlich, weil sie so lange infiziert ist, was wir ja später erst lesen werden, wirkt das Heilmittel bei ihr nicht mehr und sie verringt. Und sie wird einfach zu Stein. Genauso wie es bei Jack war, wie es bei Marguerite war. Und ja... Das heißt, für sie ist es zu spät und wir können sie nicht mehr retten. Und das Spiel muss erstmal ohne sie weitergehen. Ich bin Redfield. Gut, dass wir sie gefunden haben. Warum hat das so lange gedauert? Man sagt, wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. Letzte Nacht hat sich eine geschlossen. Und diese Nacht war lang. Aber nicht nur für mich. Nicht nur Mia und ich sind Opfer. Sondern auch die Bakers. Es war dieses Ding, Evelyn, die sie so gemacht hat. Aber jetzt ist Evelyn tot. Und diese Leute sind hier, um aufzuräumen. Das erste Mal hatte ich Mias Verlust akzeptiert. Aber jetzt habe ich sie wieder verloren. Und die einzige andere Tür, die ich sehe, ist zu. Das war jetzt eigentlich das letzte Mal, wo wir Mia gehört haben im Abspann. Und es war einfach nur die Handynachricht, die sie uns gesendet hatte, die uns an bessere Zeiten erinnert. Und ja, ich weiß, warum es für viele als das schlechte Ende gehalten wird. Weil Mia halt stört, wir sind umsonst dahin. Nur ich finde das andere Ende mindestens genauso schlimm, weil Evelyn stirbt. Für mich ist immer noch Evelyn die Gute. Evelyn ist und bleibt für mich die Gute und die anderen sind böse. Das ist einfach in meinem Kopf so. Weil Evelyn mir einfach so leid tut. Sie wurde als Biowaffe großgezogen, obwohl sie menschliche Zellen in sich drin führt und einfach nur geliebt werden würde. Wollte. Würde sie geliebt werden, hätte irgendjemand sie geliebt und sie gut behandelt und wäre nicht im Labor großgezogen worden, dann wäre alles viel besser verlaufen. Die wahren Bösen sind für mich immer noch Mia und die Umbrella Corporation. So, das sind für mich die Bösen. Ich hoffe, euch hat es jetzt natürlich gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.